So, jetzt aber die Quest von Felix. Da bin ich, wie gesagt, mal gespannt, was uns erwartet. Es ist auch nur Felix, das heißt, ich habe keinen Gastcharakter mit dabei. Empfohlener Level 15. Das kriege ich gerade so hin. There you are. I was looking for you. I need a favor. Und das aus deinem Munde. Yes, it's an unusual favor. My father sent a messenger. He wants me to return to Fraldaria's territory. Rodrigo Shiel Fraldarius, the highest ranking member of the Fargus nobility. I believe you've met him. So I heard. But about the favor. You're familiar with the tragedy of Dusker, I presume? Mm-hmm. After the king's death, public order disintegrated. Bandits continue to raid villages across the kingdom, including those within Fraldaria's territory. My father says he needs my help driving the bandits away. Precisely. Good guess. Perhaps I shouldn't pull you into this. It stems from my family's failure to secure the region. But honestly, I want to see you in action. I never tire of watching you fight. And it'll be much more interesting for you than the training ground. Or maybe this task, driving off bandits, seems dull to a former mercenary? Excellent. While I'm at it, I have a second favor to ask of you. Could you recruit more fighters? I bet there will be willing volunteers if you're the one inviting them. I'll set off on my own and meet up with you there. Ich finde das so krass, dass Felix eigentlich zu jedem gemein ist, selbst zu Sylvain, den er seit seiner Kindheit kennt. Also er ist wirklich, ne? Immer sehr direkt und sehr fies und sehr, ne? Ihr versteht mich. Und dann zu mir ist er eigentlich immer richtig freundlich. Und fragt sogar um Hilfe und ist auch nicht wirklich patzig, wenn ich mal nachfrage oder so. Also, ich glaube, der mag mich. Finde ich gut. So. Mir fällt gerade ein, ich habe beim letzten Mal gar keine Adjutanten mitgenommen. Ich irgendwie komplett ausgeblendet, dass das hier auch geht. Naja, nicht, dass ich welche gebraucht hätte, ne? So. Wir können so ein paar mitnehmen. Gut, Sylvain soll ja hier bleiben, weil er seine Klasse gemeistert hat und ich jetzt gerade kein Examen ablegen kann. Also eigentlich kann ich auch einfach alle außer Sylvain mitnehmen, wenn ich so darüber nachdenke. Kann ich hier kurz in die Unterstützung gucken? Wem könnte ich denn Sylvain noch aufs Auge drücken? Der Du theoretisch? Hier. Jo, perfekt. Ja stimmt, Felix hatte ja auch die Tea Time denied. Aber das scheint ja irgendwie so ein Hobby von den Leuten zu sein, keine Tea Time mit mir haben zu wollen. Demnächst so im Kummerkasten. Diese komische Frau will immer Tea Time mit mir haben. Was soll ich tun? So. Ah ja, die Stadtmap. Aber wenigstens diesmal nicht mit dem komischen Garten, wo man nicht durchkommt. Nein, warum sind da Dörfler? Der gegnerische Kommandant wird besiegt. Svenja, Dimitri, Felix oder Rodrigue werden besiegt. 11 Verbündete. Oh Gott. Okay. Hier unten sind einige, ja. Und hier ist Rodrigue. Er sieht halt einfach. Also er sieht Felix schon sehr ähnlich. Okay. Und hier ist der Boss. Du siehst mir ja schon wie ein Assassine aus. Okay. Da sind natürlich einige, aber hier unten sind tatsächlich auch noch mehr.
Möchte ich den Dudan vielleicht nach unten schicken? Der ist jetzt ja auch gepanzert, weil ich ja erklärt hatte, er hatte seine Klasse gemeistert. Ich dachte mir so, hey, dann kannst du noch eine andere nehmen. Deswegen hat er jetzt quasi die gleiche Klasse wie Sylvain. Aber an sich kann das, denke ich, so bleiben. Aber erstmal gucken, was zu den Dörflern jetzt gegebenenfalls noch gesagt wird. Aber schön, dass ihr meiner Meinung seid. Ihr seht Dörfler, ihr dreht durch. Kann ich absolut verstehen. Wir lieben alle solche Missionen. Ja, Wetten dürfen angenommen werden, wie viele Dörfler am Ende überleben. Ich tippe auf 2. Struggling to defeat some bandits? What a pathetic old man my father is. Some villagers are trapped. Let's help them escape. Felix, my son, you finally brought reinforcements. Ich finde das auch. Rettet die Dörfler vom Schlachtfeld. Das hat meiner Batterie nicht gefallen. Die war auch so Dörfler. I'm out of here. Ich wollte nur sagen, Rodrigue klingt ja eigentlich echt nett. So, oh mein Sohn, gut, dass du da bist. Und Felix nur so. Übrigens, es ist ja eigentlich viel schöner so zu spielen, dass man auch wirklich das Schlachtfeld sieht und alles. Aber es tut mir schon fast leid, dass ich immer alles so rot einfärben muss. Vor allem nicht nur dieses lila-rot hier, sondern wirklich dieses... Ah, du bist ein Dörfler. Dieses richtig heftige Rot sieht natürlich nicht so hübsch aus, aber ich sag mal so, lieber das Feld rot färben mit dieser Funktion hier, dass ich sehe, wo ich halt hin kann und wo nicht, als das Spielfeld rot mit dem Blut meiner Charaktere zu färben. Ne? So. Da habe ich alles. Und da sind noch welche. Okay. Dann gucken wir doch mal. 20, 26. So viel Verteidigung hat Dimitri jetzt natürlich auch nicht. Ja. Du hast 20, ne? Konstanz hat 10. 11 Geschwindigkeit. Also sie würde halt ein bisschen auf die Fresse kriegen, ja. Aber auch halt nur einmal, ne? Das heißt, wir könnten den eigentlich direkt hinterrücks rausnehmen. Weil Konstanz und Annette müssen, glaube ich, beide noch ein bisschen... Gib mir einfach noch mehr Magie. Ich bin ja schon nicht schlimm genug. Die müssen ja beide noch ein bisschen leveln. Wenn ich mich hier hinstelle, ist das, glaube ich, eigentlich auch gar nicht so dramatisch. Ach ja, Dimitri hat jetzt übrigens ein Lanzenbataillon. Weil ich hatte ja gesagt, er hat eine recht gute Autorität. Dementsprechend habe ich ihm halt ein besseres Bataillon gegeben. Weil die hatten halt vorher alle so diese Standardsachen so, ne? Ach ja, er sieht ja so gut aus. Ich habe es vergessen. Also sein Outfit, dass er so gut aussieht, das wusste ich schon noch. Nee, die haben ja alle so diese E-Bataillone gehabt, die einfach so einen normalen Angriff oder so hatten. Und ich habe ihm jetzt mal, was habe ich ihm gegeben? Die Dusker Schwertruppen aus dem Bataillon, aus der Sidequest von Dedu, das Bataillon, so. Ne? Das geht wieder los, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich droppe hier nur Fakten, okay? 20 ist okay. Können wir die Du hier auf jeden Fall reinstellen. Du hast ja... Er hat 25 Verteidigung plus 4 von seiner Fähigkeit. Da kommt doch niemand durch. Und Shamir kann ich hier gerne wieder aushelfen. Ah ja, perfekt. Richtig, bei dem Outfit kann man ihn nur ansabbern. Das stimmt. Besser wird's nur, wenn er das Outfit einfach komplett auszieht. Aber ansonsten ist das halt echt die beste Option. Sehe ich auch so. Du würdest da noch... Ab in die Sauna! Du kommst da dran. Sure thing. Das heißt, wir könnten Juri hier schon mal mit reinstellen.
Dedo, kann ich hier mal so ein bisschen Unterstützung mitgeben? Here goes. Und Ned. Und Ash. Here we go. Mercy kommt aus ihrer Ecke nicht raus. Oh, ich könnte hier heilen. Ja, komm. Dass du wenigstens ein bisschen was zu tun hast da hinten. Stimmt, Mercy hatte ja auch eine andere Klasse. Mercy ist auch so jemand, finde ich. Sie meistert ihre Klasse unglaublich schnell. Einfach aufgrund dessen, dass sie super viel heilt. Also bei mir ist es halt wirklich immer so, dass Mercy somit meine Hauptheilerin ist. Und ich Annette eigentlich immer eher so offensiv benutzt. Habe. Konstanz habe ich ja damals nicht gehabt, weil ich den DLC nicht hatte. Ja, und ich hatte ja immer noch Lucy rekrutiert, die habe ich halt auch sehr offensiv gespielt. Deswegen war Mercy eigentlich immer so meine Hauptheilerin. Und da war es auch schon so, dass sie ihre Klasse irgendwie unglaublich schnell immer gemeistert hat, weil ich sie einfach immer habe heilen lassen, egal ob sinnvoll war oder nicht, einfach halt für die Erfahrungspunkte. Okay. Und für die Klassenmeisterschaft wollte ich noch sagen. Ich meine, Lucy ist halt so der Charakter, der am ehesten ihre Klasse meistert, weil sie halt eine Fähigkeit hat, dass es halt doppelt so schnell geht. Aber abseits davon war es bei mir halt wirklich eigentlich immer Mercy. Und das merke ich halt hier auch wieder. Deswegen hat die ja auch nochmal eine zusätzliche Klasse bekommen. Mal gucken, ein paar werden wir mit Sicherheit zweimal die Mittelstufe machen, ein paar nicht. Je nachdem. Vielleicht macht doch irgendwer zweimal die Oberstufe. Mal gucken. Also ich glaube, ab jetzt wird es wahrscheinlich sehr auseinandergehen. Am Anfang war es halt wirklich, jeder macht die Primarstufe einmal. Ne, aber jetzt so, weiß ich nicht, kann es auch mal gut sein, dass jemand zweimal die gleiche, also die gleiche Stufe quasi macht. Je nachdem, wie es passt. Also ich glaube, jetzt wird alles mehr so ein bisschen wirri-warri, sag ich mal. Ich komme immer so kindisch vor, wenn ich die Charaktere anhimmle. Nee, das gehört so. Ich meine, es ist nicht jedermanns Sache natürlich, ne? Also, ich habe das ja zum Beispiel auch schon erlebt. Ich habe ja auch schon Awakening sowohl gestreamt als auch früher Let's Played. Und Fates habe ich ja auch Let's Played. Das dann wirklich, da gab es ja auch dieses Shipping-Thema, da gab es ja auch die Kinder, ne? Das Leute in den Kommentaren das sehr negativ aufgefasst haben, dass sie halt wirklich gesagt haben, nee, ich finde das irgendwie, ich sag mal, eklig oder so, da die Charaktere so zu shippen. Oder, die sind minderjährig. Sind sie noch nicht mal alle unbedingt, aber okay. Und es ist halt auch nur ein Spiel. Ne? Ich meine, komm, 50% von uns haben als Kind auch Troy angehimmelt. Und der ist wahrscheinlich, also in Pokémon, der ist wahrscheinlich auch nur 14 oder so. Ich habe keine Ahnung. In Pokémon ist jeder gefühlt noch sehr jung. Es ist nur ein Spiel. Also, ich finde das jetzt nicht so wild. Also, aber wie gesagt, es gab halt tatsächlich so einige Leute, die das halt überhaupt nicht so geil fanden, dass ich da so ein bisschen verkuppelt habe und geschippt habe und Charaktere angeschmachtet habe nach dem Motto, nee, das finde ich eklig, dass... Also es gibt die eine Fraktion, ich finde das eklig, das mit fiktiven Charakteren zu machen, so Und die andere Fraktion ist dann so, ja, aber du hast doch einen Freund, beziehungsweise mittlerweile Mann, du darfst solche Charaktere nicht anschmachten. Ja, sorry, da muss ich jetzt den One Piece Manga hinten alle 100 Bände aus dem Regal holen und überall in der Schere Nami ausschneiden auf jeder Seite, damit mein Mann sich nicht fremde Frauen anguckt. So, ach komm, ne? Soll sich Jan lieber irgendwelche Waifus suchen in One Piece als im echten Leben so? Also, und das ist doch alles nicht ernst gemeint. Die Leute interpretieren da teilweise immer viel zu viel rein. Natürlich schmachte ich hier Dimitri und Juri und Felix an, aber... Also... Und dann lege ich das Spiel irgendwann ins Regal und dann ist es auch wieder gut, so, ne? Also... Aber ja, es gab tatsächlich auch in der Vergangenheit immer Leute, die das irgendwie gar nicht so toll fanden, wenn ich das gemacht habe. Und das ging auch teilweise so weit, dass Leute das auch nicht okay fanden, wenn ich irgendwie... wie gesagt, es ist keine Kritik, weil wenn jemand sich da nicht wohl mitfühlt, Charaktere zu verkuppeln oder so oder Charaktere anzuschmachen, dann ist das voll okay, solange man anderen Leuten das jetzt nicht irgendwie kaputt macht. Aber es gibt auch Leute, die fühlen sich unwohl damit, für Spitznamen in Pokémon-Spielen ein bestimmtes Geschlecht zu fangen. Habe ich auch schon erlebt. Wenn ich zum Beispiel
in Pokémon-Projekten auf der Wiese war. Ich habe ein Teammitglied gesucht und habe dann ein weibliches Pokémon gefunden und habe gesagt, nee, das will ich nicht, ich will ein männliches. Gab es auch Leute, die mir das auch angekreidet haben, nach dem Motto, wieso suchst du ein spezifisches Geschlecht für einen Spitznamen? Finde ich irgendwie auch nicht gut. Oder halt, wenn ich irgendwie Pairings gemacht habe in Pokémon, halt im Team oder so, gab es auch Leute, die das nicht gut fanden. Also manche können mit dem Thema halt nicht so viel anfangen. Ist auch vollkommen legitim, solange man das halt anderen nicht kaputt macht. Und dementsprechend kann man hier, nein, in meinem Stream so viel anschmachten, wie man möchte. Man kann auch sagen, nee, ist nichts für mich. Ne? Solange man halt den anderen halt einfach die Freude daran lässt. Und ich meine, wie kann man denn zu Dimitri und Yuri Nein sagen? Ich meine, excuse me. So, jetzt muss ich mal kurz den Chat nachlesen. Ich habe zu lange gerantet. Troy ist nebenbei gesagt 25. Ups. Fairerweise in der Chibi-Optik in Oras sieht er halt aus wie 14, ne? Kann mir keiner verübeln, da sieht jeder aus wie 14. Aber selbst wenn, ne, mein Argument bleibt hier. Aber gut zu wissen. Ach so, Männer dürfen das wieder. Da ist es okay, nur bei Frauen nicht. Ich vergaß. Nee, aber jeder wie er halt mag, ne? Ich meine, man kann ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel Free Houses spielt, man muss ja auch keinen S-Support holen, wenn man sich damit irgendwie unwohl fühlt. Ist ja keine Pflicht, aber ich, weiß nicht, ich bin halt so jemand, ich bin dann immer so, Dimitri, Juri, ich kann es mir halt einfach nicht verkneifen. Ich habe überall meine Hassbandos irgendwie. Wenn ihr wüsstet, wie viele Hassbandos ich habe. Ich meine, hier sind es halt, wie gesagt, Dimitri, Juri und Felix eigentlich und Claude normalerweise auch noch. Wenn ich Fire Emblem Fates nehme, dann wären es halt zum Beispiel Leo und Takumi. My Hero Academia wäre es zum Beispiel Aizawa. One Piece wären es viel zu viele. Holy shit. One Piece hat gefühlt nur Hassbandos. Also ich habe irgendwie in jedem Franchise irgendwo Hassbandos. Ich bin eher enttäuscht, wenn es keinen Hassbando gibt. Kommst du? Ah, du kommst sogar wirklich bis hier. Das ist gut. Können wir den nämlich rausnehmen? Ja. Und ich bin nur so, Hassbandos. Oh, ist das Camilla da drüben? Ja, ne? Ich meine, ich springe jetzt auf Waifus nicht so an wie auf Hassbandos. Aber wenn ich einen coolen weiblichen Charakter sehe, dann kann ich das durchaus auch appreciaten. Too shabby. Ich muss sagen, in Fire Emblem Awakening gab es für mich irgendwie gar nicht so viele Hassbandos. Ich komme gleich noch zu dem Typen. Also Crom, ja, Gaius, Henry, aber die haben mir irgendwie nicht so das totale Hassbando-Feeling gegeben. Aber ich würde den eigentlich schon gerne mit Konstanz gleich platt machen. Ah, da oben ist auch eine Tür, dann kann ich da ja auch einfach... Ich könnte ihn auch von hier aus abschießen, aber ich lasse es mal. Und Ingrid kann ja sowieso gleich drüber fliegen. So. Und dann gehen wir mal weiter in die Richtung. Aber ja. Ich finde das halt generell immer super wichtig, egal bei welchem Thema, ob es jetzt Hassbandos und Waifus sind oder egal was. Mir ist das einfach immer so wichtig, dass bei uns irgendwie alles in die Richtung akzeptiert wird. Also ich meine, natürlich gibt es auch Dinge, die ich nicht akzeptieren würde. Also wenn jetzt irgendwelche, logischerweise, ne, rassistische Sachen, homophobe Sachen, all sowas, natürlich wird das hier nicht toleriert, ne? Aber so vernünftige Dinge und Vorlieben und Interessen finde ich immer so wichtig, dass man hier keine Angst haben muss, das zu äußern. Weil es gibt so viele Menschen da draußen, die einfach Kacke sind. Wie oft hat man das schon erlebt, dass man mit irgendwem drüber gesprochen hat, über irgendeine Sache, die man gerne mag und die wurde einem von vorne bis hinten schlecht geredet, dass man sich schon fast dafür schämen musste, dass man das mag. Das finde ich immer so ätzend. Und es reicht irgendwie. Das sieht ganz gut aus.
Habe ich da noch irgendwie... Oh, das nehme ich. Dementsprechend... Weiß nicht, finde ich es immer wichtig, sowohl im Stream als auch auf Discord oder wo auch immer, dass... Okay. Dass halt wirklich jeder so ein bisschen das ausleben kann, was er möchte. Gaming, egal welcher Bereich, ob es jetzt, weiß ich nicht, ob es jetzt Dark Souls ist oder ob es My Little Pony, The Game ist, gibt's safe, ich habe keine Ahnung. Ne, also alles irgendwie. Oder sei es irgendwie, weiß ich nicht, Filme, Serien, Kunst in irgendeiner Form, Literatur, also alles. Ne? Ich meine, the stronghold is ours. No more bandits should come crawling out of here. Cool. Dass man sich natürlich nicht für alles interessieren kann, das ist vollkommen normal. Aber ich finde halt immer, wenn man... Ja, ich weiß, gleich. Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann sollte man manchmal auch einfach die Klappe halten. Punkt. Ne? Was war jetzt die ursprüngliche Aussage? Dass wir hier Leute anschmachten, ne? Ja, tun wir. So. Ja, dich wollte ich eigentlich mit Konstanz angreifen, aber die ist hier leider ein bisschen... Gedörfler blockt. Das ist sad. Dann muss es doch Ash machen. Immer diese Plebs, die einen den Weg blockieren. Und Türschlüssel. Okay. So. Wie sieht's denn hier unten noch aus? Wer hat denn überhaupt noch nicht gezogen, Ingrid? Ah, du kommst da hinten dran. Mhm. Beziehungsweise ich kann mich eigentlich ins Gebüsch einmal bewegen. Sollten die mich angreifen wollen. Was ich nicht glaube, aber... Aber die Dörfler halten erstaunlich viel aus teilweise. Hätte ich gar nicht so gedacht. Also der da hinten jetzt nicht. Aber insgesamt leben noch mehr Dörfler, als ich gedacht hätte. Dafür, dass ich sie einfach komplett ignoriert habe die ganze Zeit, war das eigentlich ziemlich gut. Der klappt mir meine Erfahrungspunkte, der Sack. Aber immerhin muss ich mir um den keine Sorgen machen. Könnt ihr bitte einfach mich nicht blocken? Die rennen doch jetzt einfach alle zum Boss, oder? Der war gut, der Soldat. Was? Der ist auch... Was ist da los? Okay. Und da ist noch der eine. Den komme ich nur leider nicht wirklich gut dran. Ich muss mich aber trotzdem mal hier hinstellen. Vielleicht hat er ja trotzdem Bock auf mich. Und dann müssen eigentlich alle so langsam nach hier oben. Weil die Dörfler, glaube ich, sonst an dem Boss zerschellen. Du hast 14. Und du hast 26. Das ist natürlich nicht so geil, wenn ich bedenke, dass ich Konstanz hier oben habe. 14. Wie schnell seid ihr? Okay, nicht schnell genug. Wobei, doch, du hast 14. Ich glaube, die müssen 3 mehr haben, ne? Um zu doppeln. 4 sogar. Aber die greifen, glaube ich, ja standardmäßig 2-mal an, ne? Das heißt, du hättest da schon mal 8 und dann nochmal 16. Würde sie in der Theorie aushalten, ob ich es riskieren möchte, ist die andere Sache. Ich habe halt nur leider das Problem, dass die da jetzt alle reinrennen und sterben werden. Kann ich irgendwen... Dann würde ich nochmal... Also ich glaube, die Kunst ist eher... Oh, nice. Dass die Dörfler jetzt am Ende nicht alle sterben. Ich glaube, das wird eher das größere Problem werden.
Ja gut, Dedu wird da wahrscheinlich aus seiner Ecke nicht mehr rauskommen. Aber okay. So. Dann schicken wir doch mal alle langsam in die Richtung. Oh, er hat sogar ein Gespräch mit seinem Vater, sehe ich gerade. Pathetic. Struggling to defeat some ragtag bandits. Felix, you may know this already, but no matter how many you kill, more always appear. Anywhere in the kingdom these days, you can see the same kind of scenes. His Majesty, the late king, would despair to see it. A dead man doesn't despair. Besides, let's focus on the living. Okay. Ach stimmt, Dimitri hat gar keine Waffe ausgerüstet. Ich vergaß. Ups. Da war was. Ups. Naja, er wurde pulverisiert. Rennt doch da jetzt nicht alle rein. Das ist nicht gut. Also die beiden sind schon mal RIP da oben, glaube ich. Wobei, die werden irgendwie nicht angegriffen. Na, jetzt noch nicht angegriffen. Ich meine, ich kann es versuchen. Den schon mal so ein bisschen anzuschlagen. Aber ich kann mich ja auch mit Konstanz nicht wirklich da reinstellen. Weil, aua. Hattest du immer noch den? Also hatte doch noch den schnellen Schritt irgendwie? Habe ich gedacht, ich hätte den weggenommen. Aber gut. Bin da schön, wie die Heiler sich hier oben alle versammelt haben. Ja, das passt eigentlich noch. Dann stell du dich mal hier mit hin. Ja, es wäre halt sehr viel smarter, wenn die NPCs halt einfach mal wegrennen würden. Ich meine, ich glaube, teilweise sind die auch halbwegs stark. Aber, ne? Es macht halt nicht unbedingt die ganze Situation leichter, wenn es heißt, ja, guck, dass so viele wie möglich überleben und die halt alle in den Gegner reinrennen. Ja, wobei, die halten ein bisschen was aus. So wie der stirbt, ja. Oh mein Gott. Der Typ hat gequittet. Also ich glaube, die Dörfler sind eher das Problem. Die Ritter sind eigentlich ganz gut aufgestellt. Okay. So, jetzt haben wir noch zwei Leute da oben. Bin mir ziemlich sicher, dass Konstanz den Boss doch wahrscheinlich einfach umnieten kann, ja. Das ist gut. Weil zumindest die Erfahrungspunkte würde ich mir schon ganz gerne gönnen. Das reicht nicht. Da haben wir 80. Da hätten wir 96. 71. Ne, dann nehmen wir die hier. Ah ja, das nehme ich auch gerne. Waren das jetzt alle? That should do it. We've chased those ruffians away for good. Thank you so much for your assistance. Please accept this small gift as thanks. Immerhin haben genug überlebt. Ich hätte wahrscheinlich mehr bekommen, wenn alle überlebt hätten, aber immerhin die meisten. Das Wodau. Und Geld. Nimmt man? Jo. Also, ich finde halt, es gibt so Sidequests, die lohnen sich richtig. Zum Beispiel die von Lorenz oder die von Yuri, wo man halt richtig gute Items bekommt, die man ausrüsten kann. Ich meine, gut, die, wo du Relikte bekommst, sind natürlich auch geil, aber die nutzen sich natürlich ab. Wenn du halt wirklich sowas bekommst, was du dauerhaft ausrüsten kannst, finde ich
ich das für mich immer am geilsten. Dagegen war die jetzt eher so, ja, aber hey. Oh, hab sogar noch ein neues Bataillon bekommen. Problem ist, dass Felix die Autorität einfach gar nicht levelt, dank seiner Fähigkeit. Wo er mehr Schaden macht, wenn er kein Bataillon ausgerüstet hat. Deswegen wird er die wahrscheinlich nie benutzen können. So. Dann haben wir das auch. We are grateful for your help. I doubt those bandits will stop anytime soon. But at least this village is safe. This village was important to the late king. If we hadn't saved it, I wouldn't have been able to face his majesty. How foolish. Pardon? We were protecting your subjects, not your ego. I don't give a damn as to whether you can bring yourself to face a dead king. I will not tolerate such language from you. I came here to hone my blade and to save innocent people. I suppose if I had died, you would say the same thing you did after Glenn's death. He died like a true knight. I have nothing more to say. I'm going back. I'm sorry you had to see that. He's been that way for 4 years now. Of course, I understand his sentiment. To some extent. It all comes down to, well, a difference of opinion. Das ist so einer der Momente, wo man am liebsten im Erdboden verschwinden möchte, so nach dem Motto, ich habe nichts gesehen. So that's how you feel about it. How fortunate Felix is to have met someone like you. There's nothing as heartening as having someone around who really understands you. He's an odd boy, thick-headed in some ways, but he's my son all the same. I'm glad he has you to look after him. Der ist schon echt okay, der Vater. Zumindest von dem, was wir so bis dato mitbekommen haben. Ich meine, Felix hat nicht Unrecht und ich kann Felix' Einstellung auch verstehen, aber er bringt das natürlich auch immer sehr unfreundlich rüber. Aber freut mich, dass die beiden Quests so gut geklappt haben. Wobei ich tatsächlich die von Ingrid, die vom Level her eigentlich leichter war, theoretisch anstrengender gefunden hätte.